Wir Menschen befinden uns ja in einem Bewusstseinswandel. Und das bedeutet nicht nur wir Menschen, sondern auch die Tiere, die Pflanzen, die Erde. Und es geht ja um Transformation, um Bewusstseinsdehnung, um Erweiterung. Und deshalb möchte ich dir heute mitgeben, was unterstützt dich im Moment, diese Transformation feiner und fließender zu gestalten. Die Reinigung unseres Energiefeldes sehe ich im Moment als sehr wichtig. So wie wir unseren physischen Körper waschen, dass er nicht krank wird oder verfault, ist es wichtig, dass wir unseren Energiekörper reinigen. Und das bedeutet, wir können ja auch nicht nur ab und zu unseren physischen Körper waschen, sondern wir machen das regelmäßig. Und genauso wichtig ist es, dass wir unseren Energiekörper regelmäßig waschen und reinigen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt mit dir teilen möchte, die ich selber auch praktiziere und jetzt einfach ja, mit dir teile und dir weitergebe. Das eine, was ich empfehle, ist, dass du dir Salz kaufst aus deiner Region und immer, wenn du dich wäschst, Salz einbindest in die Waschungen. Also, dass du ganz bewusst deinen Körper mit Salz reinigst, weil Salz hat eine entstörende Wirkung und hilft dir, die Schlacken und die alten Energien und belastenden Energien wie Elektrosmog oder auch Fremdenergien. Fremdenergien, das sind Gefühle, Meinungen, Energien, die wir ungefiltert von den Medien, von anderen Menschen aufnehmen. Es sind aber auch alte Energien, die im Boden verankert sind. Dass du mit diesem Salz wirklich diese alten Energien reinigst und dieses Salz, du spürst das auch richtig, wie sich diese Schwere dann durch deinen Körper zieht. Du fühlst dich nach der Salzwaschung leichter, gereinigter und spürst, dass du mehr dich selber bist. Salz kostet dich nichts und ist ein wunderbares Heilmittel, das dir hilft, deinen Energiekörper zu reinigen. Etwas anderes, was ich auch vermehrt tue im Moment, ist, dass ich ganz bewusst mit der violetten Flamme meinen Körper reinige. Du kannst dir vorstellen, dass du deinen Arm ausstreckst und visualisierst, dass du in dieser Distanz einen Kreis um dich herum ziehst. Du kannst dir auch vorstellen, es ist ein Salzkreis und du sitzt in der Mitte dieses Salzkreises auf einem Stuhl. Dann kannst du visualisieren, wie deine Füße in einer violetten Kohle oder in einer violetten Flüssigkeit stehen. Dann kannst du innerlich bewusst diese violette Flamme animieren, dass sie aufsteigen soll und dich reinigen soll, indem du immer wieder innerlich wie ein Mantra sagst, violette Flamme, reinige mich. Und indem du das sagst, spürst du, wie die violette Flamme sich immer mehr durch deinen physischen Körper zieht, durch deinen unteren Denkkörper und Emotionalkörper, durch deinen Vitalkörper und dann mit der Zeit aber auch dein oberes morphogenetisches Feld mit einschließt, also den Kausalkörper, den Lichtkörper, den spirituellen Körper. Und du tust das so lange, bis du ganz in dieser violetten Flamme sitzt. Am Anfang ist diese violette Flamme nicht so stark vom Licht, weil sie viel am Reinigen ist. Und mit der Zeit wird dieses violette Licht immer stärker und stärker. Und du spürst, dass der Reinigungsvorgang beendet ist, wenn du ganz in diesem violetten, kraftvollen Licht sitzt. Wenn du das visualisierst und spürst, dann nimmst du wahr, wie dieses violette Licht immer mehr in Weiß mündet, oder es ist so wie so ein bisschen glitzerig. Und du visualisierst, dass du einen weißen Lichtkreis ziehst um deine Aura im Uhrzeigersinn. Wie im Zirkus, wenn die Tiger durch ein Feuerreif springen, so kannst du dir das vorstellen. Das bedeutet, du sitzt in dieser violetten Flamme, gleichzeitig
ist deine Aura durch dieses violette, durch dieses weiße Licht eingekreist. Wenn du das visualisierst und spürst, rufst du deine Sternenfamilie, deine lichtvollen Wesen, deine lichtvollen Begleiter. Und du nimmst wahr, wie sich diese lichtvollen Begleiter im Uhrzeigersinn in einer Kreisform um dich herumstellen. Das bedeutet, du bist in dieser violetten Flamme, du bist geschützt in diesem weißen Kreis und gleichzeitig siehst du, wie du im Kreis deiner Lichtfamilie stehst, beschützt und begleitet bist. Dann kannst du visualisieren, wie deine lichtvollen Helfer dir Energie zufließen lassen und die Energie sich wie aufbäumt in einer Masse oder in einem Netz, das über dich gespannt wird, wie eine Kugel. Ganz durchscheinend wie eine Seifenblase, aber trotzdem ganz stark von der Energie. Das ist der Auraschutz. Also das bedeutet, zuerst kommt die Reinigung, du bist im violetten Licht, du sitzt in diesem Lichtkreis, im Kreis deiner Sternfamilie und gleichzeitig bist du in dieser Lichtkugel. Wenn du das jeden Morgen tust, spürst du, dass du beschützt und begleitet bist und dass du in einer Verbindung mit der Welt sein kannst, ohne dich zu verlieren. Dass du geführt wirst durch dein Herz und durch deine ursprüngliche Existenz, also Essenz, und nicht manipuliert bist oder fremdbestimmt durch Dinge, die du aufnimmst. Und gerade in der heutigen Zeit, so wie wir unsere Kleider anziehen jeden Morgen, ist es ganz wichtig, dass wir unseren Energiekörper reinigen und unser energetisches Kleid anziehen, das dann den ganzen Tag uns ummantelt, wärmt und schützt. Das hilft, mehr Respekt vor uns selbst zu haben, vor den anderen Menschen und von der ganzen Welt. Danke.